So Leute, willkommen zu einem neuen Video heute. Bevor ich gleich das Thema anspreche, warum ich meinen Namen geändert habe auf Instagram und auf YouTube, will ich euch vorher noch ein Bike zeigen. Und zwar wisst ihr, ich war letztes Wochenende mit Kawasaki unterwegs. Wir haben unsere Cover-Tour gemacht, so wie jedes Jahr. War mal wieder mega geil einfach. Und ich habe natürlich noch ein zweites Bike mit nach Hause genommen, was mir Kawasaki zur Verfügung gestellt hat für eine Zeit. Wie gesagt, es ist nicht mein Bike, sondern es gehört Kawasaki. Ich habe es halt nur für einen gewissen Zeitraum. Ich zeige euch das jetzt. Achtung, 3, 2, 1. Tadada! Jetzt habe ich auch noch ein richtiges Straßenbike. Ist das geil oder ist das geil? Wir haben hier eine Kawasaki Z900 und zwar die 70 kW Version. 95 PS so. Das Geile an dem Bike ist halt, ihr könnt es auf A2 fahren und wenn ihr die A2 Zeit rum habt, könnt ihr es auch noch aufmachen und habt die volle Leistung zur Verfügung. Also braucht euch nicht direkt ein neues Motorrad kaufen. Das ist halt das Geile an der. Das ist das 220er Modell. Hat auch schon TFT-Bildschirm, LED-Licht, 4 verschiedene Fahrmodis, 3 davon vorprogrammiert, 1 könnt ihr euch selber einstellen. Die gibt es auch in 4 verschiedenen Farben. Aber auf jeden Fall werde ich darauf die Tage genauer eingehen. Wie gesagt, heute wollte ich erstmal das Thema ansprechen, warum ich meinen Namen geändert habe. Ich werde das Bike auf jeden Fall eine längere Zeit jetzt haben. Wir werden damit auf jeden Fall einen Haufen Videos machen. Wir werden damit einen Speedtest machen. Wir werden ein bisschen im Harz damit rumfahren. Ich habe da schon richtig Bock drauf, weil ich jetzt endlich wieder ein vernünftiges Straßenbike habe. Also echt geil, freue ich mich mega drauf. So, jetzt kommen wir mal zu dem Hauptthema. So, wir können ja gleich einfach eine kleine Soundprobe machen. Ja, hört sich doch saftig an hier. So, viele haben es mitbekommen. Sehr viele. Manche haben es noch gar nicht mitbekommen und manche sind total irritiert. Ich hieß ja jetzt, wie lange mache ich jetzt YouTube? Ich glaube YouTube seit, ich muss selber überlegen, ich glaube seit 2017 oder 2016, ich bin mir nicht ganz so sicher. Und ich hieß ja immer Harz Rider, so kennt mich eigentlich jeder. So der Spitzname ist einfach Harzi. Ja, ich habe damals den Namen einfach schlichtweg einfach so nur ausgewählt, weil ich halt aus dem Harz komme und weil ich Motorrad fahre, deswegen Harz Rider. Ich bin ja nie davon ausgegangen, wirklich, ich bin davon nie ausgegangen, dass mein Kanal irgendwann mal so explodiert und ich so groß werde. Da, ja, habe ich halt null mit gerechnet. Hätte ich das vorher gewusst, dass ich mal so groß werde, dann hätte ich mir wahrscheinlich einen anderen Namen ausgedacht. Als erstes möchte ich sagen, ich war mit diesem Namen nie so richtig zufrieden. Wirklich, das war einfach so eine Kurzschlussreaktion, dieser Name. Aber ich war nie damit so richtig zufrieden. Es gibt mehrere Gründe einfach dafür. Und ich überlege schon seit über ein Jahr, ob ich meinen Namen ändere. Ich habe ja immer wieder mal in Videos das angedeutet, ob ich vielleicht einen Namen ändere. Aber alle haben mir gesagt, nee, mach das nicht. Ja, dann habe ich gedacht, ja, ich lasse den Namen einfach so. Und jetzt, ja, jetzt habe ich mich einfach dazu entschlossen, ich ziehe es jetzt einfach durch, habe meinen Namen schlichtweg geändert. Jetzt heißt sie nicht mehr Harzweiler, sondern Derne einfach. Ich weiß, manche finden den Namen jetzt vielleicht beschissen oder so, aber ich meine, im Endeffekt ist es doch nur ein Name. Das hat ja nichts mit den Videos oder so zu tun. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich einfach wohler mit den aktuellen Namen jetzt. Also das ist so ein Name, den finde ich richtig geil einfach. Also, ja, gab es so ein paar Momente, da war mir manchmal dieser Name Harzweiler schon echt, ja, unangenehm, sage ich einfach mal. Wenn man irgendwo in der Großstadt ist, man läuft über den Markt, da wo hunderte Menschen rumlaufen und dann gibt es irgendwo so ein paar Abonnenten, die erkennen einen und dann schreien die einfach schlichtweg einfach darüber so, ey, Horzi, was geht ab? Und dann gucken einfach alle Leute und das ist, ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, weil ihr klar als Abonnenten könnt mit dem Namen Harzi was anfangen oder Harzweiler. Außenstehende, die können ja damit natürlich nichts anfangen. Die denken dann, okay, das ist irgendein Harzi oder irgendein Hartz-IV-Fuzzi oder so. Ja, das war am Anfang ja auch ein extremes Problem. Am Anfang haben mega viele gedacht, weil ich Harzweiler heiße, dass ich Hartz-IV kassiere. Ne? Also die haben gedacht, ich bin ein Motovlogger, der die dicken Bikes hier fährt und Hartz-IV kassiert. Das war aber wirklich nur in der Anfangsphase so. Später ganz selten, dass einer mal gefragt hat, heißt du Harzweiler, weil du Hartz-IV kriegst? Ich denke, jeder, der ein bisschen Kopf hat, der weiß, dass man sich mit Hartz-IV nicht so viele Motorräder leisten kann.
Ich arbeite natürlich, für viele, die vielleicht immer noch glauben, dass ich Hartz IV kassiere. Außerdem wird Hartz IV mit TZ geschrieben und Hartz wird H-A-R-Z geschrieben. Und der Harz ist das Mittelgebirge von Deutschland. Und ja, hier sind somit die beliebtesten Motorradstrecken überhaupt in ganz Deutschland. Das wollte ich nur noch mal so anmerken für viele, die es vielleicht doch nicht wissen. Ja, was ich dann halt wieder krass fand, ich habe den Namen alles geändert auf YouTube, Insta. Zuerst auf Insta. Das ist halt echt krass, dass mich an den Tag, an dem ich es geändert habe, sind mir erstmal direkt, glaube ich, 300 oder 400 Leute entfolgt. Das ist einfach Wahnsinn, nur weil ich meinen Namen geändert habe. Das ist schon echt heftig. Tendenz sieht danach aus, dass ich heute genauso viele nochmal an Abonnenten verliere, also nochmal 300, 400 weniger. Auf YouTube eigentlich genau das gleiche zu beobachten, wo ich mir denke, okay, kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen, nur weil ich einen Namen geändert habe, dass man deswegen einen entfolgt, aber ja, so ist es nun mal so. Ich stehe trotzdem zu meinem neuen Namen und wer der Meinung ist, er müsste mir nicht mehr folgen, weil ich meinen Namen geändert habe, ja, dann müssen die Leute es halt machen. Wie gesagt, ich kann es bloß halt nicht nachvollziehen. Ich weiß, am Anfang wird es jetzt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, einfach, dass ich nicht mehr Harzwader heiße, sondern jetzt einfach Derne. Ich werde den Namen auf jeden Fall nicht mehr ändern, der bleibt jetzt so. Ich hoffe, dass die meisten es einfach schlichtweg meine Meinung akzeptieren oder meine Änderung. Weil im Endeffekt muss ich mich damit wohlfühlen. Und ich sag's einfach mal so, in ein, zwei Wochen, ja, dann ist es, da haben sich die meisten einfach dran gewöhnt, dass ich einfach nicht mehr Harzvater heiße, sondern einfach Derne. Ich weiß, dass mich in nächster Zeit trotzdem wahrscheinlich noch viele Harzi nennen werden, aber ich denke, früher oder später, ja, wird sich das schon alles anpassen. Auch als nächstes kommt dann natürlich auch die Änderung in den ganzen Shops. Was heißt, so viele Shops gibt es gar nicht. Ich habe hier nur den Merch-Shop und den Handyhüllen-Shop, die unten verlinkt sind. Da werde ich jetzt demnächst, also den ganzen Merch, den es jetzt aktuell noch gibt, den wird es so nicht mehr geben. Also für alle, die, weiß ich nicht, ich weiß ja, es gibt Hardcore-Fans, für alle, die noch so ein T-Shirt oder ein Hoodie so haben wollen, wie es in der aktuellen Version gibt, dann greift jetzt zu, weil ich denke mal, die nächsten Tage werde ich das abschalten oder dass es nicht mehr zu kaufen gibt. Und wie gesagt, die Sachen wird es dann so nie wieder geben. Deswegen, der Shop ist unten verlinkt und ja, für alle, die mich halt auf Instagram noch nicht verfolgen, ich werde mein Instagram auf jeden Fall unten auch mal verlinken. Ja, manche haben ja echt gedacht, ich wurde gehackt oder so, aber nein, ich wurde nicht gehackt. Und ich will jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Gas geben, einfach wieder mehr Videos machen und einfach schlichtweg auch ein bisschen auf Instagram, haben das bestimmt die einen oder anderen schon bemerkt, dass die Qualität der Fotos eigentlich um ein Vielfaches gestiegen ist. Für alle, die mich auf Instagram schon verfolgen, ihr könnt ja mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben oder schreibt es einfach auf Instagram unter dem Foto. Also ich finde, dass die Fotoqualität sich massiv verbessert hat. Also da habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen mit beschäftigt und habe ja auch gutes Kameraequipment gekauft, alles, um gute Fotos zu machen. Und ja, ich will einfach weg von diesen stinknormalen Handyfotos irgendwie, sondern wirklich ein bisschen mehr Qualität in den Fotos einfach. Und in letzter Zeit macht mir Fotografie auch einfach mega viel Spaß. Es ist mega kompliziert, aber es macht mir einfach mega viel Spaß und ich will einfach noch viel mehr dazu lernen. Ja, ich bin schon am überlegen, ob ich so einen Fotokurs mal mitmache. Ja, aber trotzdem habe ich so ein bisschen die Befürchtung einfach, dass ich durch die Namensänderung ja vielleicht Nachteile habe, jetzt bei YouTube oder bei Instagram. Ich bin einfach mal gespannt, wie sich das jetzt in nächster Zeit entwickelt, ob das jetzt so ein leichter Trend wird, dass ich erstmal jede Menge Abonnenten verliere oder ob sich das wieder fängt. Also wie gesagt, kann auch sein, dass viele denken oder viele überrascht waren, hä, wer ist denn Derne, den kenne ich gar nicht, warum ist er in meiner Liste drin, hat erstmal direkt deabonniert, ohne erstmal zu gucken, wer ist das überhaupt, weil ich auch ja direkt mein Profilbild auch geändert habe. Kann auch daran liegen. Ich werde es einfach sehen, wie es die nächsten Tage weitergeht. Es kommt auf jeden Fall bald noch ganz neuer Merch. Das Helm-Logo wird, denke ich mal, bleiben, weil das einfach mega beliebt ist und das habe ich seit Anfang an. Ich werde das trotzdem ein bisschen abändern lassen. Und dann kommt auch ein neues Logo und ja, im Endeffekt ändert sich ja gar nicht so viel. Ich meine, die Videos und so, das bleibt alles gleich, daran wird sich nichts ändern.
Es wurde schlichtweg einfach nur der Name geändert. Ansonsten würde ich mich echt mega drüber freuen, wenn ihr jetzt einfach unten in die Kommentare mal eure Meinung jetzt dazu reinschreibt, dass ich meinen Namen geändert habe, wie ihr den neuen Namen eventuell findet. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, ansonsten werden in nächster Zeit viele Videos mit der wunderschönen Kawasaki hier kommen, weil die halt perfekt zum Vloggen auf der Straße ist. Das ist halt richtig geil. Wir sind 100% legal hiermit. Das Bike lässt sich einfach mega fahren. Ich bin ja das Cover-Wochenende schon die Z900 gefahren, also die normale. Und das ist, die Z900 ist einfach ein geiles Bike, was Spaß macht. Hatte ich ja in dem Video auch schon gesagt und deswegen habe ich auch schon mega Lust einfach. Ich freue mich schon, wenn nächste Woche soll das Wetter gut werden. Und da werde ich auf jeden Fall erstmal die schöne Kombi anziehen und dann erstmal ab in den Harz mit dem schönen Bike hier. Und darauf habe ich einfach richtig Bock, weil das sind einfach alles meine Heimatstrecken hier. Und ich bin ja schon lange kein Motorrad mehr im Harz gefahren und deswegen freue ich mich einfach mega darauf. Ich freue mich einfach mega darauf. Und das Geile ist halt, das Motorrad ist jetzt auch für mich perfekt, weil wir hier nur 95 PS haben. Und ich bin ja wie gesagt schon ein Jahr lang so gut wie gar kein Motorrad mehr mit solchen Maschinen gefahren. Deswegen, ja, finde ich, sind die 95 PS vollkommen ausreichend. Ich werde dann auch nochmal ein Video zu der Z900 hier machen, wo wir wirklich auf das kleinste Detail nochmal drauf eingehen. Ich werde dann auch nochmal ein Video zu der Z900 hier machen, da ich halt die jetzt echt eine längere Zeit habe und ich einfach die Zeit dafür habe, wirklich das Bike mal auf längere Zeit einfach schlichtweg zu testen. Und da werden wir auch mehr aufs Detail noch eingehen. Aber dazu dann später denn mehr. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Und wie gesagt, schreibt es einfach unten in die Kommentare mal eure Meinung rein. Wie gesagt, würde mich echt interessieren, weil ja, es ist ja schon ein großer Schritt oder eine große Veränderung auf dem Kanal. Deswegen ist mir eure Meinung schon extrem wichtig dazu. So, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss.